Geschichten aus der Gruft. Guten Abend, Freunde des bissigen Horrors. Unsere heutige Geschichte ist ein Gänsehautkrimi. Findet selbst heraus, wo der Hund begraben liegt. Es geht um zwei pfiffige Hobbydetektivinnen, die jedem auf die Schliche kommen wollen, der was auf dem Kerbholz hat. Sie schnüffeln nach Indizien herum, spüren den Übeltäter auf, machen ihn dingfest und lösen den Fall im Sarg umdrehen. Diese Geschichte ist sehr aufregend. Blutsaugernacht. Wenn ihr zu schwache Nerven habt, Mädels, der Schnulzenfilm läuft nebenan. Ja! Lasst mich raus! Stark! Daran erkennt man einen Horrorfilmklassiker, Mildred. Man kann ihn sich 40 Mal anschauen und er ist immer noch spannend. Er gewährt immer wieder neue Perspektiven und lässt immer noch genug Raum für neue, aufregende Interpretationen. Ja, und man kann Wissen durch für kleine Mädchen, ohne was zu versäumen. Das auch. Übrigens, Mildred, du kannst die Zähne wieder raustun. Ich glaube, sie hängen an meiner Spange fest. Mich würde wirklich interessieren, ob auch echte Vampire in solche Filme gehen. Camille, fang nicht wieder damit an. Womit denn, Mildred? Du weißt schon, ich sehe genauso auf Vampire wie du, aber ich weiß auch, dass es keine gibt. Besserwisserin. Wir haben das alles schon Millionen Mal durchgekaut, aber solange du es nicht beweisen kannst... Sag nicht, du kannst es. Spiel nicht die Geheimnisvolle. Ich werde es dir beweisen. Du brauchst heute nur in den Nachtimbiss zu kommen, meine Liebe. Hey, da bin ich aber gespannt. Diese blöden Zähne hängen total fest. Na toll, meine Eltern blechen ein Vermögen für eine Zahnspange und ich komme mit Reißzähnen nach Haus. Wieso verabredet sich Camille mit mir immer in so unheimlichen Ecken? Weiß der Kuckuck, was da im Dunkeln alles auf mich lauert? Zum Beispiel in Zeitungen und Blechdosen und... Mir wimmelt es ja nur so von... Gruseltypen! Ah! Ich dachte, er wäre du. Na, reizend. Würdest du mir vielleicht erklären, was das hier soll? Ich erkläre dir alles, Mildred. Aber mach dich auf einiges gefasst. Das ist nichts für zarte Gemüter. Lies! Ist ja nicht zu fassen. Onkel Mikeys Puppe Bino der Clown ist gestorben. Oh, das war immer meine Lieblingssendung. Oh. Doch nicht das, Mildred. Das hier. In den vergangenen 3 Wochen wurden im alten Hafenviertel eine Menge merkwürdiger Erscheinungen registriert. Erscheinungen? Was denn für Erscheinungen? Einige Augenzeugen behaupten, sie wären von einem Mann mit Flügeln verfolgt worden. Der sich dann aber... plötzlich in Luft aufzulösen schien. Und der den Beschreibungen nach außerdem ein ausgeprägtes Gebiss hatte. Glaubst du ehrlich, das war ein
Ein Vampir. Ich werde langsam zu alt für diesen Job. Stark! Was ich eigentlich gerade bemerken wollte, so etwas wie Vampire gibt es nicht, meine Liebe. Ah! Eugene! Hallo, ihr Süßen. Habt ihr die Zeitung schon ausgelesen? Du willst das Rätsel? Ihr kennt mich doch, den König des Kreuzworträtsels. Oh je, Onkel Mikeys Puppe ist gestorben. Woran kann eine Fernsehserienpuppe sterben? Quotenfieber. Eugenes preiswerte Leihlimousine? Fahren Sie mit Klasse, es belastet nicht die Kasse. Schwingen Sie sich in die Kiste und holen Sie mich ab. Komme sofort. Ich habe einen Fahrgast, ich muss los. Viel Spaß noch, Camille. Nette Beißerchen, Mildred. Tausend Dank, Eugene. Du hast mir noch nicht alles gesagt, stimmt's, Camille? Also raus damit. Na? Komm morgen gleich nach der Schule zu mir nach Hause. Und vergiss nicht, das ist nichts für zarte Gemüter. Trotzdem behaupte ich immer noch, dass es Vampire nicht gibt. Wart auf mich! Deine kleine Schwester als Mini-Vampir zu verkaufen. Was ist das? Alles, was sie schon immer über Vampire wissen wollten, sich aber nie zu stammeln trauten. Das hat der berühmteste Vampirforscher der Welt geschrieben. Professor B.L. Sanguini. Stark! In diesem Buch steht alles, und zwar wirklich alles, über Vampire drin. Wahnsinn! Da ist sogar eine Anleitung zum Bau eines... Ah! Vampirdetektors! Gekauft? Selbst gebaut. Ist ja stark. Sieh mal da. Gekauft? Selbst geschnitzt. Hab gleich ein paar mehr gemacht für Weihnachten. Jetzt kann's losgehen. Mit diesem Detektor können wir den Vampir aufspüren, uns in seine Nähe schleichen, warten, bis er in seinem Sarg schläft und... Wumm, den Pflock reinrammen. Aber sollten wir das nicht lieber den Fachleuten überlassen? Falls es wirklich Vampire gibt. Nein! Ein Futteral? Ja, habe ich selbst genäht. Klasse, ha? Huh? Dann war der Handarbeitsunterricht doch nicht umsonst. Warum muss ich eigentlich den Knoblauch schleppen? Weil ich den Vampirdetektor schleppe. Aber ich hasse Knoblauch. Er stinkt und ich stinke jetzt auch. Ich riech wie ein Hammelbraten. Seit über einer Stunde laufen wir jetzt im Kreis herum. Ich bezweifle, dass das Ding überhaupt funktioniert. Natürlich funktioniert es, Mildred. Ich muss nur die Sensibilitätsstufe etwas erhöhen. Überhaupt sieht dein Detektor ganz anders aus als der im Buch. Und steht da auch irgendwas davon drin, wie man Vampire aufspürt, die es nicht gibt? Oh. Da ist was! Camille! Nicht jetzt! Ich habe ihn geortet! Camille, ich kann ihn sehen. Ich sehe ihn auch. Nein, ich sehe ihn wirklich. Er steigt in Eugenes Limousine ein. Eugene, halt! Bleib stehen! Vorsicht! Lass ihn nicht an dein Blut ran! Was für eine komische Warnung war denn das? Ich dachte, sie wäre kurz und präzise gewesen. Wir müssen Eugene retten. Verzeihung,
Verzeihung, Sir. Sie sagten, Sie wollen in die Stoker Street, richtig? Wissen Sie, ich habe nicht oft Fahrgäste für die Stoker Street. Um ehrlich zu sein, ich habe eigentlich nie welche. Ich schätze mal, weil es nicht viel gibt in der Stoker Street. Außer ein paar alten, verlassenen Lagerhallen. Ist überhaupt eine gottverlassene Gegend hier. Irgendwie tot. Habe ich nicht recht? Tja, was soll's. Der Kunde ist König. Ich fahre Sie gern überall hin. Fahren Sie mit Klasse, es belastet nicht die Kasse. Ziemlich gut, was? Ist von mir der Spruch. Hast du die Pflöcke, Mildred? Nein, ich hab den Knoblauch, Kamel. Ach so. Ich hab ja die Pflöcke, Mildred. Oh, Kamel! Oh, 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 weia. Also, Kamel. Tut mir leid, Mildred. Schwant, Herzchen. Jetzt wird es ernst. Igitt! Eugene! Ramm ihm den Pflock rein, den Pflock! Reg dich ab, Mildred. Es ist niemand da. Er hat sogar die Schlüssel stecken lassen. Los, komm, wir müssen ihn finden, bevor es zu spät ist. Stummschaltung ein, damit der Vampir den Detektor nicht hört. Stummschaltung? Komisch. Was hast du gesagt? Nichts. Was? Ist nicht wichtig. Hä? Dutzend Holzpflöcke dabei. In rauen Mengen Knoblauch, einen Vampirdetektor mit allen Schikanen, aber eine Taschenlampe haben wir vergessen. Au! Was? Ich sagte au! Nicht so laut, Mildred. Sieh mal. Er ist nahe, ganz nahe. Ich kann überhaupt nichts sehen. Wo ist er denn? Der ist direkt über uns. Prima, und ich vermute, du willst jetzt darauf steigen. Ich höre mich schon sagen, Tag, Mami. Ach, übrigens, ich bin seit heute im Verein der Untoten. Wenn das hier schief geht, sind wir die zwei einzigen Vampire in der 11. Klasse. Dann müssen wir vermutlich in die Abendschule überwechseln. Gib mir deine Hand! Ein verlassenes Büro mit einem Sarg drin. Er schläft in seinem Büro, Kamel. Der Gute scheint wirklich in seine Arbeit aufzugehen. Kamel, da kommt er. Das ist die Gelegenheit, Mildred. Du bist dran. Ich? Tust du doch. Du hast ihn geschnitzt, also mach schon. Oh nein. Na los. Fürs Zustechen bist du zuständig. Ich trage den Knoblauch. Ich nehme ihn dir gerne ab. Nein, ich will ihn behalten. Ich dachte, du kannst Knoblauch nicht ausstehen. Er ist mir ans Herz gewachsen. Das ist ja Eugene. Gib's ihm, Eugene. Ja, mach ihn fertig, diesen Blutsauger. Eugene ist der Vampir. Sieht ganz so aus. Hallo, ihr Süßen. Da, friss! Gut gezielt. Ah!
Mildred, fahr! Anschnallen! Fahr endlich los! Ich darf nicht fahren, in meinem Führerschein steht nur mit Sehhilfe und ich habe meine Brille nicht dabei. Du brauchst doch keine Brille, Camille, dann kannst du doch fahren. Rutsch rüber! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab jetzt einen Mordsdurst. Die Zentralverriegelung! Oh, welcher Knopf ist das? Sag mir Bescheid, wenn ich ihn hab. Oh je! Verflixt! Der was? Nein, nicht der, der da, nein, der da, nein! Euer Eugene hat Durst. Geschafft! Türen verriegelt, Fenster zu und wir haben den Schlüssel. Er kann nicht rein, richtig, Camille? Falsch! Nicht glaube. Komm jetzt, Mildred, verschwinden wir. Würdet ihr beiden mir verraten, was ihr hier macht? Wer sind Sie? Professor Sanguini. Wer? Sanguin. Das ist ja so eine Ehre, Professor. Mildred, das ist Professor Sanguini. Sanguin. Es ist ein gefährliches Geschäft, das Vampire aufspüren. Ein sehr gefährliches. Wem sagen Sie das? Und man sollte es immer den Experten überlassen. Genau, und ich bin sicher, Sie hätten den Burschen ganz schnell erwischt, wenn wir Sie nicht gestört hätten, oder? Ja, es ist mir gelungen, die Behausung des Vampirs zu orten. Aber dann hatte mein Vampirdetektor eine Fehlfunktion und ich konnte das Monster nicht mehr aufspüren. Da beschlossen Sie, ihm hier aufzulauern. Ganz richtig. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der Chauffeur das Monster ist. Wieso sind Sie nicht tagsüber gekommen, um ihn im Schlaf zu überraschen? Ja, das hätte ich machen können, Aber Sie waren um die Sicherheit der ahnungslosen Bevölkerung besorgt und wollten den Vampir so rasch wie möglich unschädlich machen, auch wenn Sie dabei Ihr eigenes Leben aufs Spiel setzten. So ist es. Ach ja, übrigens, bei Ihrem Vampirdetektor könnte an der Hämoglobinzufuhr im dritten Quadranten etwas nicht stimmen. Das könnte man aber leicht beheben, indem man die Pulmonalflanschkupplung durch einen kardiotronischen Sensor ersetzt. Dachte ich's mir doch. Die Pflöcke hab ich geschnitzt. Oh, ist mir das peinlich. Mit einem Werwolf hatte das gar nichts zu tun. Aber nicht alles, was bellt, muss eben gleich ein Werwolf sein. Andererseits muss man, wenn es um Vampire geht, mit haarsträubenden Überraschungen rechnen. Wer hätte schon gedacht, dass Eugene derjenige ist, der die große Flatter macht und Mildred und Camille zum Anknabbern findet. Aber die zwei haben eine wichtige Erfahrung gemacht.
dass ein nettes Äußeres nicht nur täuschen, sondern auch beißen kann.